Jo Freunde der kompletten Doppelmoral, ich habe in diesem Video wieder eine 50 Euro Paysafe Card versteckt. Wenn dieses Video 15.000 Likes erreicht, dann gibt es im nächsten Video wieder eine zu gewinnen. Ich habe die einzelnen Zahlenreihen hier irgendwo in diesem Video versteckt, also Video liken und aufmerksam zuschauen. Ich habe ja vorgestern in den Cake News bereits über Veni gesprochen. Das ist so ein Typ, der früher mal sehr erfolgreich gewesen ist, seinen Zenit schon lange überschritten hat und vor allem in den letzten Wochen durch sehr, sehr, sehr weirde Aussagen aufgefallen ist. Er stellt sich die ganze Zeit als moralische Instanz hin, obwohl er selber halt wirklich überhaupt kein Stück besser ist. Also so ein bisschen wie KuchenTV. Momentan ist ja Craft Attack und warum auch immer ist er da auch mit dabei und hat unter anderem auch Max Schrading gefrontet. Und da können wir ja einfach mal ganz kurz reingucken. Wenn ich dort im Call geblieben wäre, dann hätte ich mir die ganze Zeit von Schrading oder irgendeinem anderen anhören müssen, was jetzt okay war und was nicht und Moral hier und Moral da. Und Bruder, ich bin nicht bereit, mit einem Mitte 40-jährigen Mann, der die Hälfte seines Lebens damit Geld verdient hat, Leute zu verarschen, dass ich mich dort hinsetze und mir von dem jetzt anhöre, was hier richtig oder falsch wäre. Und ja, von mir aus kann man Max dafür kritisieren, dass er früher mal 9 Live und so weiter moderiert hat. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich find's super, denn wir haben absolute Highlights bekommen, wie zum Beispiel das hier. Habicht! Habicht hat 2 Haar! Das werden wir jetzt, ich bin schon genauso blöd! Genauso blöd bin ich! Wobei, mein Lieblingsclip ist auf jeden Fall der, wo so ein 14-Jähriger angerufen hat und gesagt hat, dass er eine ganze Flasche Jackie getrunken hat. Und Sie haben so eine tiefe Stimme, haben Sie heute Nacht gesoffen oder was ist los? Ja. Ach, was gab's denn zu trinken? Jack Daniels. Jack Daniels, Patrick. Ja? Wie viel haben wir denn vom Jack Daniels getrunken? Eine ganze Flasche, Junge! Aber darum geht's hier natürlich gar nicht. Veni findet es also richtig doof, dass Max damals diese Shows moderiert hat. Wir können uns ja mal angucken, was Veni so vor einiger Zeit selber für Content gebracht hat. So, also, wer das nicht kennt, was wir hier machen, ja, wir haben es ja schon ein paar Wochen nicht mehr gemacht, weil ich ja in Salzburg war und alles mögliche. Wir spielen jetzt Book of Ra, Mystic Fortunes, okay? Über den Link im Chat, Ausrufezeichen Book of Ra. Wer das nicht kennt, ja, ich habe eine Koop mit denen, das bedeutet bezahlte Werbung, Hashtag Werbung hier an die Stelle. Er hatte einfach bezahlte Placements mit einem Online-Casino, logischerweise mit dem Ziel, dass sich Leute da anmelden. Also, ja, wie es in den Tweet richtig geschrieben worden ist, er wollte Leute halt quasi in die Spielsucht treiben. Lustigerweise ist der Tweet von Orange Morange, aber das ignorieren wir einfach mal. Dass gerade er sich dann rausnimmt, einen Max zu kritisieren, weil er diese Spieleshows moderiert hat. Also, ich weiß nicht, er weiß doch, dass er selber Casino-Werbung gemacht hat, oder nicht? Und was ähnliches ist auch bei Mert passiert. Den hat er ebenfalls in einem Livestream angegriffen, und zwar hiermit. Aber hiermit? Mert reinpacken, der legit eine Musikkarriere hinter sich hat, gecancelt wurde, weil er ein Homophob dann bei allen Twitch-Leuten gesagt hat, sich nie entschuldigt hat für das, was er gesagt hat, 1 Million Abonnenten auf YouTube hatte davor. Und dann zu sagen, ihn als Newcomer zu nominieren, Bro, Alter, bei euch kracht's komplett, wirklich. Und jemanden als Hasun zu beleidigen, weil er 2017 mal tatsächlich ein super homophobes und dummes Statement hochgeladen hat, weiß ich jetzt nicht. Vor allem sagt Veni ja auch, dass sich Mert ja angeblich nie dafür gerade gemacht hat. Aber das ist halt komplett gelogen. Es gibt tatsächlich mehrere Statements, wo er das Ganze immer mal wieder aufgearbeitet hat. Ich habe euch hier einfach mal 3 Statements aneinander geschnitten. Dann habt ihr die Auswahl, welches Statement ihr am besten findet. Schreibt's in die Kommentare. Ich hatte so einen Hass auf diese YouTuber und die halt, manche waren schwul. Digga, ich bin ausgerastet, ich bin falsch ausgerastet, ich habe falsch reagiert, ich habe zu hardcore aggressiv reagiert, wie 90% der Türken, Digga, wie 90% der Ausländer immer reagieren, wenn sie angepisst werden. So, das war die Scheiße. Dafür habe ich mich entschuldigt und dafür entschuldige ich mich auch nochmal, dass ich auf jeden Fall nicht homophob bin, aber dass ich halt mit dem Video gezielte Leute meinte. Worauf ich jetzt, wenn ich zurückblicke, jetzt nicht stolz bin, Digga, diese Subs. Da habe ich sehr viel Scheiße gebaut, dafür entschuldige ich mich auch heute noch ganz klar und deutlich. Es war der größte Fehler, den ich gemacht habe in meinem Leben. Das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Und das war auch eine sehr dumme und unüberlegte Aussage. Was heißt unüberlegt? Einfach eine dumme. Auch wenn man sich diese Aussage überlegt hätte, hätte es keinen Sinn gehabt. Was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich zu der Zeit einen Streit hatte mit jemandem, mit einer Person. Die Person war schwul und wie ich mich da benommen habe, war einfach unter aller Sau. Ich bin auf jeden Fall nicht homophob. Ich habe nichts gegen Schwule. Mein Vater hat mir beigebracht, sogar Mensch ist Mensch. Bei uns im Dönerladen, jeder allgemein Mensch ist Mensch. Wenn mein Vater das gesehen hätte, was er zum Glück nicht gesehen hat, hätte ich wieder Schläge bekommen. Mehr aus Fehlern lernen kann ich nicht machen und mich dafür
wirklich zu entschuldigen. Und egal, ob Veni das jetzt irgendwie glaubwürdig findet oder nicht, das sei mal dahingestellt, ist es ja einfach straight up gelogen, dass sich Matt nie dazu geäußert hat oder sich auch nie von diesen Äußerungen distanziert hat. Das Video war damals kompletter Müll. Matt sieht das ebenfalls ein und man muss ihn tatsächlich zugutehalten, dass er seitdem, zumindest nach meinem Informationsstand, auch nicht mehr mit solchen Äußerungen aufgefallen ist. Also, wie lange soll man ihm das jetzt noch vorwerfen? Bruder, das ist 7 Jahre her. Komisch ist dann aber irgendwie folgendes. Veni hatte diese Beleidigung gegen Matt in einem Stream sogar noch verteidigt und hat weiter beleidigt. Wenn ihr rumheult, weil ich Hurensohn zu ihm sagt, dann fickt euch ins Knie. Ihr Opfer, wirklich. Das ist ja so peinlich. Wirklich. Matt hat dann allerdings selber in seinem Livestream über das Ganze gesprochen und hat da folgendes gesagt. Sprache und dieser Typ wird auf jeden Fall Post von mir kriegen. Dafür, was er getan hat. Ich bin jederzeit offen. Wenn Leute mit mir Probleme haben, kann ich mit denen reden, wenn sie überhaupt mit mir reden möchten. Aber das sind Menschen, die werden niemals mit mir reden wollen. Die wollen auch niemals, dass wir in einem gleichen Raum sind oder sonstiges. Diese Menschen wollen mir gar keine Plattform bieten. Die wollen mich einfach nur in eine Ecke drängen. Ich lasse es auch bis irgendwo zu, so, aber wenn es dann zu weit geht, dann werde ich leider mich auch rechtlich verteidigen müssen, weil wenn hier versucht wird, irgendwie mit meinem, wenn jemand versucht, meinen Ruf zu schädigen oder wenn jemand nicht nur versucht, sondern in der Öffentlichkeit meine Mutter beleidigt, obwohl ich bis heute mit dieser Person noch nie was zu tun hatte, dann werden die Leute sehen, was sie davon haben. Und komischerweise gab es genau danach dieses Statement hier auf Twitter von ihm, wo er sowas sagt wie, ich hätte nicht leichtfertig das Wort Hasen als Beleidigung nutzen sollen. Niemand sollte so beleidigt werden. Und bei dem Thema waren Emotionen stärker als Rationalität. Wir sollten alle in den Spiegel schauen können. Aber niemand ist perfekt. Und ich habe das nur gepostet, weil ich Angst vor Konsequenzen habe. Ich meine, wenn das jetzt so ein einmaliger Ausrutscher von ihm gewesen wäre, dann könnte man sagen, okay, hat sich vielleicht nicht in der Thematik ausgekannt. Aber gerade in den letzten Tagen und in den letzten Wochen fällt er ja nur mit solchen Äußerungen auf. Also ob man jetzt diese Entschuldigung so ernst nehmen kann, sei mal dahingestellt. Was mir ebenfalls auffällt, er hat sich wirklich nur für diese Beleidigung entschuldigt, aber dafür, dass er einfach Lügen über Matt verbreitet hat, was einfach Rufschädigung ist, das wurde komischerweise einfach weggelassen. Vor allem, ich habe einen lustigen Tweet übrigens gefunden, den Veni mal selber gepostet hat. Noch 5k! Scheiße, ist der Smiley schwul? Was genau macht diesen Smiley jetzt homosexuell? Und warum ist das schlimm? Fragen über Fragen. Aber wenn wir schon bei alten Sachen von Max und Merz sind, dann können wir uns ja mal angucken, was Veni damals so in seinen Streams gedroppt hat. Naja, unter anderem das N-Wort zum Beispiel. Schon viel mehr haben können. Wenn ich noch gar nicht runtergefallen wäre zum Beispiel. Oh Gott, wäre ich jetzt ein Richen. Sag's euch. Ohohoho, das geht aber gar nicht. Und es gibt auch noch weitere doofe Clips von ihm. Aha, du benutzt also das abwertendere Wort als schwul. Ich kann das nicht wiederholen, sonst wird das Video gelb. Ohohoho, 2. Also, das geht meiner Meinung nach aber gar nicht fit. Und ja, die Sachen sind extrem lange her. Und Veni wird da auch heute nicht mehr hinterstehen. Aber ein Merd macht das wahrscheinlich auch nicht. Und da ist es ihm auch nicht so wichtig. Und das ist auch noch nicht alles. Ebenfalls hat er höchstwahrscheinlich Monta als Kinder F...... beleidigt. Zum Befehl habe ich nicht richtig differenziert. Bruder, nicht richtig differenzieren ist das Hauptproblem von dieser ganzen Bubble. Das kann irgendwie keiner von denen. Deswegen chillen die auch mit einem Kinder... einem Homophoben. Chat, warum fragt ihr, wer der Kinder... ist das euer Ernst? Wo wart ihr die letzten 3 Jahre? Er hat zwar den Namen Monte nicht gesagt, allerdings wüsste ich jetzt ehrlicherweise auch nicht, wen er sonst meinen sollte. Und auch das ist natürlich ein Vorwurf, der einfach komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Wie meine Ex-Freundin. Ich will dieses ganze Thema hier gar nicht nochmal groß aufrollen, aber es ist bestätigt, dass die Person, die hier gemeint ist, 18 gewesen ist. Und selbst wenn Veni sagt, nein Mann, die war 17, ich weiß es viel besser, denn ich bin Veni, dann wäre das zwar moralisch komplett fragwürdig, gar keine Frage und sollte man auch kritisieren, aber selbst das hätte halt nichts mit Kinder F...... zu tun. Das ist so eine krasse, schwerwiegende, schlimme Straftat, von der du da redest. Und du verwässerst diesen Begriff einfach, weil du Monte nicht magst. Warum? Ich verstehe das nicht. Der Typ hat übrigens auch früher mal heftig Monte gepostet, deswegen gehe ich davon aus, dass hier auch Monte gemeint ist. Und ja, also krasser Front auch an dieser Stelle. Du traust dich ja richtig was. Ebenfalls gab es einen heftigen Beef bei Craft Attack. Da habe ich am Anfang schon mal ganz kurz drüber geredet. Und ehrlicherweise, ich blicke da auch nicht ganz durch. Vanessa auf Twitter hat uns das Ganze hier aber mal zusammengefasst. Irgendwie haben die sich gegenseitig geradet und sich angegriffen und alles kaputt gemacht. Bis dann ebenfalls der Pilz von Veni zerstört worden ist. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und da gibt es unter anderem dann diesen Clip hier. TNT bei Hugo auf dem Dach oben platziert, bei dem mittleren Ding. Und danach hast du das Dach weggesprengt bei mir. Dann habe ich mehr bei Hugo gesprengt, dann hast du mein komplettes Haus weggesprengt. Ja, aber wenn ihr dann nicht wollt, dass bei euch gesprengt wird, dann geht doch zu uns in Call und sagt, hey, das war zu viel, hört auf. Warum habt ihr das denn nicht gemacht? Hast du einen scheiß Gehirnnuss so verwenden kannst? Willst du das ernst gleichstellen, was dieser Österreich-Kasten mit dem Pilz ist? Hä?
Oder deine Militärbasis, die du da hinrotzt? Ich bin hier in Minecraft. Wenn es dir so viel wert ist, dann geh zu unserem Call und sag uns das. Alter, warte, Bruder, du kommst legit weg auf den Server, nein, um dir 100 Subs von Schradin abzugaffen, damit du irgendwie noch Content machen kannst, weil du am Sonntag sowieso nicht verpisst in einem anderen Projekt, wo du möchtest. Das willst du von mir, hä? Und Veni hat hier natürlich mal wieder komplett übertrieben, während alle anderen das einfach klären wollten, weil offensichtlich macht man sich einfach alles kaputt, was man sich aufgebaut hat. Und ja, ein bisschen Trollen hier und da ist okay, aber man ist ja trotzdem noch erwachsen, hat er dann das hier gemacht. Chill, lass, hör auf, chill, Veni, chill. Chillt mal, lass uns doch bitte reden, Jungs. Das Hallo. Geilste bei Fight war dann noch diese random Entschuldigung von Excel, Digga, die war so krass. Bitte reden, Jungs. Bitte. Ich möchte doch nur reden. Oh, bitte lass uns reden, es bringt nichts. Sonst wird gleich dein Lager in die Luft fliegen, wenn wir nicht reden. Mann, Digga. Ja, das ist so krass, das ist so krass. Ein wirklich sehr erwachsenes Verhalten und gerade er nimmt sich halt raus, über Kindergarten zu reden. Und Fabo sagt, ich habe in deinem VOD nachgeschaut, du hast das Haus vor 4 Tagen noch nicht gebaut gehabt. Bruder, sorry, aber wir sind nicht im fucking Kindergarten und dann mache ich meinen Stream aus, scheiß auf die Werbeeinnahmen und irgendwelche wütenden 12-Jährigen und verbringe den Abend mit meiner Freundin. Ja, kenne ich. Ich habe den Abend auch mit deiner Freundin verbracht. Und nach 2 Zentimeter war sie wie neu, das ist super. Er hat dann sogar noch tagelang bei Spark of Phoenix rumgeheult und wollte unbedingt, dass es für Fabo Konsequenzen gibt, denn er hat seinen Pilz kaputt gemacht. Und das muss man sich mal überlegen. Also Veni redet von Kindergarten, raidet die komplett kaputt, zerstört da alles, heult dann aber privat tagelang bei Phoenix rum, dass es auf jeden Fall Konsequenzen geben muss, weil er hat meine Pets angegriffen. Digga, bist du 12 oder sowas? Lustigerweise ist Fabo dann wirklich auch rausgeflogen, allerdings nicht wegen der Aktion mit Veni, sondern weil er Privatnachrichten geleakt hat. Also die, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ja, auch ein Zabex ist vor Veni natürlich nicht sicher. Frag mich wirklich, welchen Vorteil man hat, wenn man solche Leute toleriert. Naja, man wird zum Beispiel Gönnergy-Botschafter, kriegt eine Louis Vuitton-Tasche geschenkt und wird auf alle Events eingeladen und kann sich dann schön auf der Kamera präsentieren vor einem großen Publikum minderjähriger Leute, die überhaupt nicht hinterfragen, was sie konsumieren und dir dann blind hinterherlaufen und dir Subs in Drachen werfen. Willkommen auf Twitch. Ob gerade jemand, der Red Bull-Partner ist, sich über Gönnergy beschweren sollte, sei jetzt mal dahingestellt. Und auch krass, der ist einfach immer noch Red Bull-Partner, ne? Also Red Bull, wenn das so eure Philosophie ist, dann sollte ich auch Partner werden bei euch. Auch in den Monaten zuvor ist Veni immer wieder negativ aufgefallen. Beispielsweise hat er auch schon des Öfteren Shuyoka richtig dämlich verteidigt und gesagt, hä, hier sind überhaupt gar keine Lügen drin. Auch mit Gamer Brother hat er sich schon angelegt und wurde von Gamer Brother dann einfach schlafen gelegt mit Gute-Nacht-Kuss und einem heißen Kakao. Aber diese ganzen Sachen würden hier irgendwann tatsächlich, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wobei, so lange ist das Video nicht, aber ey, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Geldzählen zum Beispiel, ne? Was kann ich also abschließend dazu sagen? Real Talk, ich verstehe das Verhalten von Veni nicht. Einige sagen, dass es einfach nur Ragebait sein soll, also einfach um halt wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich finde, das geht schon sehr krass über Ragebaiting hinaus, denn es geht ja nicht darum, dass der mal absichtlich dumme Takes oder sowas bringt, sondern da geht es ja wirklich um Rufschädigungen und dem Angriff von gefühlt jedem Influencer mit sehr krassen Vorwürfen. Ich persönlich habe eher das Gefühl, dass er ein sehr unglücklicher Mensch ist. So, er sieht einfach, er hat seinen Zenit seit Jahren überschritten, niemand juckt sich mehr für ihn, er hat bei weitem nicht mehr die Reichweite, die er früher hatte und jede Person, die er komplett verachtet, ist einfach deutlich erfolgreicher als er. Naja, was sagt ihr aber dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.